Guten Morgen und bonjour. Herzlich willkommen und bienvenue. Ich freue mich, Sie euch heute Morgen zu unserer Online-Debatte über europäische Verteidigungspolitik aus sozialdemokratischer Perspektive begrüßen zu können. Dass der deutsch-französische Dialog immer wichtig ist, ist nichts Neues und das ist jetzt auch gerade in der Covid-Krise nochmal sehr deutlich geworden. Aber er ist besonders dann wichtig, wenn es um ein souveränes Europa im Bereich der Sicherheit und Verteidigung geht. Und nun ist mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch die deutsche Bundesregierung auch ein Dokument zur Erarbeitung auf den Weg gebracht worden, der strategische Kompass, das nun in der deutschen Ratspräsidentschaft, wie gesagt, auf die Tagesordnung gesetzt worden ist und dann abgeschlossen werden soll in der französischen Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2022. Es ist ein Dokument, das eben der Zusammenarbeit, der europäischen Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung eine klare Richtung geben soll. Und dabei sollen die unterschiedlichen strategischen Kulturen der EU-Mitgliedstaaten sowie die von Land zu Land variierenden Prioritäten und Perspektiven berücksichtigt werden. Gerade deshalb ist dann auch der Dialog zwischen Ländern mit unterschiedlichen strategischen Kulturen, wie das für Deutschland und Frankreich der Fall ist, so besonders wichtig. Wir meinen aber, dass nicht nur der Dialog über Landesgrenzen hinaus wichtig ist, sondern wir meinen auch, dass der Dialog innerhalb der sozialdemokratischen Parteienfamilie wichtig ist. Denn auch dort gibt es ja unterschiedliche Perspektiven und mitunter auch unterschiedliche Prioritäten. Die Sozialdemokratie beansprucht, für eine werteorientierte Sicherheitspolitik zu stehen. Und deshalb ist es sicherlich auch wichtig, sich immer wieder auch der gemeinsamen Werte zu versichern, die eine sozialdemokratische Friedens- und Sicherheitspolitik prägen. Und das ist das Ansinnen dieses Dialogs, für diesen Dialog zwischen oder innerhalb der sozialdemokratischen Parteienfamilie auch einen Raum zu geben. Wir freuen uns deshalb, dass wir heute Morgen gemeinsam mit Hélène Conway-Mouret und mit Fritz Felgentreu darüber diskutieren können. Beiden ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies mit uns zu tun. Und wir freuen uns als Friedrich-Ebert-Stiftung natürlich auch, dass wir dieses Dialogangebot gemeinsam machen können oder in Kooperation machen können mit Orion, dem verteidigungspolitischen Arbeitskreis der Jean-Jaurès-Stiftung. Dafür ganz herzlichen Dank auch an Patricia Ardant, die diesen Arbeitskreis leitet und der ich jetzt auch das Wort übergebe, denn Patricia Ardant wird auch die Moderation dieses Dialogs heute übernehmen. Alors, Madame Arnaud, vous avez la parole. Merci Thomas pour cette introduction que je partage totalement. J'aurais pu reprendre exactement les mêmes mots d'ailleurs dans ta présentation. Nous avons aussi au sein de la Fondation Jean Jaurès un groupe de réflexion sur les questions de défense et de sécurité qui se prénomme Orion. C'est un choix qui avait été fait il y a maintenant de nombreuses années par Louis Gauthier. Voilà. Et un autre groupe dans lequel un certain nombre de membres d'Orion font également partie, qui s'appelle le groupe Mars. Qui est beaucoup plus sur les questions, on va dire, industrielles, qui sont quelquefois des discussions difficiles, entre autres au niveau européen et en particulier avec nos amis allemands, sur un certain nombre de dossiers sensibles, mais je ne vais pas les aborder dès maintenant, peut-être qu'on les abordera tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord remercier, bien sûr, Hélène et Fritz d'avoir pris ce temps, parce que c'est une demande que nous formulions depuis longtemps, qu'il y ait ces échanges entre sociaux-démocrates à travers nos deux fondations pour aborder ces questions de défense et de sécurité et sans avoir de langue de bois. Voilà. J'ai été parlementaire pendant un certain temps et président de la commission de la défense, donc j'ai toujours mis cette diplomatie parlementaire comme une priorité, en tout cas, de nos commissions respectives. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer régulièrement mes homologues allemands, comme Hélène l'a fait également, le fait également aujourd'hui.
Alors, pour introduire un peu ce débat, parce que je vais vous laisser vraiment la parole tout de suite, Hélène et Fritz, puisque la boussole stratégique que Thomas vient d'évoquer est un axe qui est nouveau, je dirais, au niveau de la Commission européenne. On avait souhaité, du côté de la France, depuis longtemps, pouvoir peut-être arriver à une espèce, comme nous l'appelons, de livre blanc de la défense européenne. Boussole stratégique est, à mon avis, un mot qui fixe bien les axes et les orientations. On voudrait vous entendre tous les deux, chacun d'entre vous, sur comment vous percevez cette idée, comment voyez-vous aussi, comment elle peut progresser. Et je l'espère en tout cas à travers nos deux fondations par rapport aux échéances à venir, qu'elles soient en Allemagne ou en France. Je ne sais pas lequel des deux peut commencer. Merci, merci beaucoup Patricia, merci beaucoup Thomas et bonjour et guten Morgen à tout le monde. Moi, je voudrais d'abord remercier les fondations Jean Jaurès et Friedrich Ebert évidemment d'avoir organisé cet événement ce matin qui nous permet de partager ce dialogue franco-allemand qui est un dialogue continu comme Patricia le sait bien, mais qui nous permet finalement de sortir du huis clos dans lequel ce dialogue se passe normalement entre parlementaires. Un des exemples de cette volonté justement de sortir de ce huis clos est la tribune que nous avons publiée dans 6 journaux nationaux en juillet dernier, dont Fritz et certains de ses collègues parlementaires sont co-signataires, justement pour parler de l'importance de la défense européenne que nous souhaitons et faire vivre véritablement la diplomatie parlementaire dont vient de parler Patricia et pour laquelle elle a pris une part vraiment très très active. Alors moi, je voudrais très rapidement peut-être apporter 5 réponses à la question qui est posée, puisque vous avez posé une question dans le titre de cet événement d'aujourd'hui. D'abord, en partant d'un constat qui nous force aujourd'hui, tous, toutes celles et tous ceux qui sont engagés pour la paix, qui croient en notre modèle démocratique qui est menacé de toutes parts, eh bien, de réagir collectivement. Je crois que le temps de l'individualisme, même si nos sociétés aujourd'hui, malheureusement, sont devenues de plus en plus individualistes avec le temps, montre que nous avons des changements qui se passent à l'échelle planétaire, que ce soit l'épidémie du Covid en ce moment, le dérèglement climatique, la montée des populismes, j'allais dire la banalisation des mouvements d'extrême droite, l'affirmation de régimes autoritaires partout, et puis dans nos sociétés quand même l'accroissement de la pauvreté et de la misère, qui est un phénomène mondial, mais qui touche également l'Europe aujourd'hui, et de l'injustice sociale. Et puis, là aussi, des menaces contre l'état de droit. Et je ne pense pas que nous, sociaux-démocrates, puissions rester sans réagir à l'ensemble de ces menaces. Alors bon, on pourrait continuer, mais c'est lundi et je ne vais pas casser le moral de tout le monde pour le reste de la semaine avec la liste de tout ce qui ne va pas dans le monde, parce qu'elle est beaucoup plus longue que cela. En tout cas, l'Europe aujourd'hui, pour moi, fait figure finalement d'exception, à la fois par sa stabilité, la prospérité dont nous avons bénéficié pendant plusieurs décennies. Et si je dis qu'elle fait un peu figure d'exception, c'est parce que notre allié, les États-Unis, ont décidé, depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, finalement, de se retirer sans raison aucune des instances internationales qui sont aujourd'hui remises en question, et puis finalement n'assume plus son rôle de gendarme du monde. Enfin, c'est l'expression française hein, que nous avons donnée dans cette part finalement de contrôle hein, que les États-Unis exerçaient dans l'application justement de ce droit international, et quelque part n'est plus non plus, enfin pour moi en tout cas, mais je mets cette question au débat, garant des valeurs démocratiques, des valeurs que nous défendons et que nous partageons. Et donc, à qui reviendra aujourd'hui et demain peut-être la tâche de défendre la paix dans le monde et bien sûr la sécurité des citoyens européens? Alors, je voudrais, et je vais très très vite, proposer 5
petite réponse à la question que vous avez posée et je pense qui est vraiment très très juste. Tout d'abord, avec l'Allemagne, nous partageons les mêmes valeurs démocratiques. Et je pense qu'il est important aujourd'hui pour nous, sociodémocrates, de faire front, de faire un front commun, en fait, hein, pas simplement faire front, mais un front commun pour défendre ces valeurs au sein même de l'Union européenne où elles commencent à être menacées dans certains pays, nous le voyons. Et si nous voulons être entendus et être crédibles à l'extérieur, eh bien, et ça serait ma première réponse, il faut que nous œuvrions pour que l'UE conserve et renforce son rôle de défenseur de l'état de droit et du droit international. Deuxième réponse que je souhaiterais apporter, pour le faire, eh bien, il faut nous en donner les moyens. Il faut que nous puissions mériter et peut-être affirmer notre place dans la cour des grands. Bon, le Brexit vient de nous montrer finalement que quand nous sommes unis, nous sommes forts. Nous pouvons résister. Donc, deuxième réponse à apporter, je pense que la France et l'Allemagne doivent assumer ce rôle moteur afin de trouver d'abord des réponses aux questions de politique étrangère et de sécurité suivant la devise européenne « unie dans la diversité ». Et je pense que c'est très important et c'est une devise qui est peut-être encore plus importante à comprendre pour les Français que pour les Allemands. Mais bon, on pourra peut-être revenir sur ce point aussi. Bon, un constat, et Patricia très délicatement y a fait référence, à savoir que nos points de vue sont souvent divergents et tellement divergents que quand nous arrivons en accord, je crois que le compromis est forcément acceptable par tous. Et par tous, j'entends l'ensemble des pays européens. Bon, troisième réponse, je crois que pour nous, Français, il faut absolument prendre en compte que nous devons réconcilier à la fois cette tradition institutionnelle et politique qui découle du choix délibéré de la République fédérale d'Allemagne d'avoir tourné le dos finalement à une culture militariste et au contraire le choix que la France a fait de développer une armée professionnelle complète qui inclut la dissuasion nucléaire. Et que donc, nous pouvons ensemble, avec des cultures pratiquement opposées, aborder et peut-être envisager la sécurité des citoyens européens de façon globale, c'est-à-dire d'y inclure les moyens civils, la sécurité intérieure, la diplomatie et bien sûr, l'action militaire. Et donc, pour cela, ça serait la troisième réponse, de renforcer des coopérations intra-européennes civiles et militaires. Je pense qu'il faut vraiment aborder cela de façon globale. Les Français ont plutôt un tropisme peut-être pour le militaire, mais là aussi, on peut en débattre. Et moi, personnellement, j'aimerais que le haut représentant eh bien, finalement, et de plus en plus de pouvoir pour parler d'une seule voix dans la diplomatie européenne. Et là aussi, les sociaux-démocrates ont peut-être un rôle à jouer en se rassemblant derrière cette personnalité qui, eh bien, pourrait être la voix de l'Europe. Quatrième petite réponse, enfin petite, elle est peut-être majeure d'ailleurs celle-ci. Je pense qu'il faut que nous cessions d'opposer l'OTAN et la défense européenne. On a besoin de l'OTAN, hein, c'est une structure opérationnelle, militaire, qui fonctionne bien. Bon, moi je ne considère pas, comme le président Macron l'a dit, que l'OTAN a subi une mort cérébrale, mais cependant il y a quand même des vraies questions quant à ses capacités d'apporter des réponses politiques dont nous avons besoin aujourd'hui. On le voit bien avec… la Turquie, enfin, en tout cas, la Turquie face à la Grèce et à Chypre, la Turquie aujourd'hui face à l'Arménie. Voilà, je crois qu'il y a des vraies questions politiques à poser. Et donc, je pense que avec l'Allemagne et avec les parlementaires allemands, il serait bon que l'on essaye de convaincre nos partenaires européens sur, on va dire, le flanc est et nord peut-être de notre continent, de renforcer cette défense européenne
et que ce faisant, ça ne ferait que doubler nos chances de protéger nos citoyens et pas de menacer le partenariat avec les États-Unis. Et enfin, la dernière réponse que je voudrais apporter, et j'aurais pu commencer par celle-ci puisqu'elle a été mentionnée à la fois par Thomas et Patricia, eh bien, c'est cette boussole, en effet, boussole stratégique. J'ai voulu, par les autres réponses, montrer qu'il y a une certaine logique à arriver à ce dialogue stratégique aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que l'Europe soit parfaitement mûre à cela, mais nous devons vraiment y travailler. Dans le rapport que j'avais commis sur la défense européenne l'année dernière, c'était la première proposition qui avait été faite. C'est ce que Patricia vient de dire. D'avoir finalement de déboucher sur un livre blanc. Mais c'est la même chose. La boussole stratégique devrait nous amener à nous retrouver autour d'une table et de définir ce dont nous avons besoin en matière capacitaire, mais également de manière stratégique, parce que on le voit bien de plus en plus, et je crois que la chancelière Angela Merkel a à plusieurs reprises montré qu'il y avait des doutes en Allemagne aussi sur le fait de nous reposer, de pouvoir continuer à nous reposer sur les États-Unis. Et donc, la cinquième réponse que j'apporterai, c'est que vraiment, nous nous engager sous la présidence allemande, qui est finalement peut-être terminée ça en 2022, sous la présidence française, d'avoir une boussole stratégique qui a abouti et qui pourrait peut-être embrayer sur le lancement d'un livre blanc européen, en tout cas, je pense que nous en avons cruellement besoin. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais j'ai voulu répondre de façon extensive à la question et au thème de cette rencontre. Je vous remercie. Fritz, si tu veux bien. Erst auch nochmal von mir herzlichen Dank für die Veranstaltung oder für die Organisation dieses Treffens, sowohl an die Jaurès-Stiftung als auch an die Ebert-Stiftung. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, dass wir trotz Corona die Möglichkeit haben, hier miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich wollte mich auch nochmal bei Hélène bedanken für die Organisation oder für die Initiative unserer gemeinsamen Deklaration, die auch Nils Schmidt und ich gerne mitgetragen haben. Ich glaube, das war ein sehr schönes europäisches Signal, das wir da haben aussenden können. Und dafür nochmal Hélène ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind eigentlich, was die Grundlagen angeht, überhaupt nicht auseinander. Wir kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen und ich kann mich dem meisten, was Hélène gesagt hat, eins zu eins anschließen. Ich habe mich gefreut, dass das entscheidende Stichwort in dem Wortbeitrag von Hélène Conway-Mouret Europa war, weil ich glaube, dass da in der strategischen Ausrichtung, in der wir uns im Moment befinden, der größte Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich liegt. Frankreich hat einen relativ ehrgeizigen Anspruch, den ich aber für richtig halte, ausgehend von der Analyse der internationalen Situation und insbesondere konfrontiert mit dem fortschreitenden Rückzug der USA aus Fragen europäischer Sicherheit, zu sagen, wir müssen in die Bresche springen, wir müssen die Lücke schließen, die sich dadurch auftut. Und die Führungsnation, die das tun kann, ist Frankreich. Denn wir haben eine strategische Kultur, die uns befähigt, in einem Konflikt auch mit der nötigen Härte zu reagieren. So, der zweite Schritt, so wie ich Frankreich verstehe, ist aber, dass sie sagen, wir haben aber natürlich nicht die gleichen militärischen Fähigkeiten wie die USA. Um also annähernd die gleiche Effektivität zu erreichen, brauchen wir Verbündete, die uns dabei unterstützen, sowohl mit Geld als auch mit Fähigkeiten. Und das Mittel der Wahl, um diese Unterstützung zu organisieren, sind Koalitionen der Willigen. Das ist der Punkt, an dem ich aus deutscher Sicht warnen würde, aus zwei Gründen. Das eine ist, weil ich politisch grundsätzlich der Auffassung bin, dass eigentlich die europäische Sicherheit von einer europäischen Plattform getragen werden muss. Und das ist dann natürlich die Europäische Union. Zum anderen auch, weil wir in Deutschland unmittelbar ein
zunächst einmal schwer überwindbares verfassungsrechtliches Hindernis haben, diese Politik mitzutragen. Koalitionen der Willigen sind im Grundgesetz nicht vorgesehen, sondern lediglich Organisationen der kollektiven Sicherheit. Und das wäre die Europäische Union, das wäre aber niemals eine Koalition der Willigen. Das heißt, wir könnten uns schon aus verfassungsrechtlichen Gründen dem so gut wie nie anschließen. Und das ist dann einfach eine realpolitische Hürde. Natürlich kann man sagen, dann muss Deutschland eben seine Verfassung ändern. Aber Sie wissen alle, was für ein komplizierter und schwieriger Weg das werden kann. Das heißt, aus meiner Sicht muss die gemeinsame Basis für Sicherheitspolitik von Deutschland und Frankreich das Ziel sein, auf der Ebene der Europäischen Union glaubwürdige militärische Handlungsfähigkeit zu erreichen. Vielleicht vorausgeschickt noch mal ein Wort zu den Vereinigten Staaten. Ich teile absolut die Haltung, dass europäische Sicherheit, also organisiert durch die Europäische Union und die NATO sich gegenseitig ergänzen müssen, dass wir nicht anstreben sollten, die NATO zu ersetzen, sondern dass es ein Wert an sich ist, die transatlantische Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und dass wir die NATO als Rückgrat der europäischen Sicherheit bis auf Weiteres nicht ersetzen können und auch nicht wollen. Das sollten wir auch gar nicht anstreben. Das könnte aber schwierig werden. Also wir sehen einfach, dass der gegenwärtige US-Präsident jemand ist, den alle diese Fragen überhaupt nicht interessieren. Ihn interessiert nur sein innenpolitischer Erfolg. Und er ist jederzeit bereit, das merkt man, glaube ich, sehr deutlich, sowohl die NATO als auch die Beziehungen zu europäischen Ländern und zur Europäischen Union für diesen innenpolitischen Erfolg zu opfern. Er hat die Europäische Union sogar als Feind bezeichnet. Das englische Wort war foe. Und er verhält sich ja auch so. Also der Grundsatz, den diese US-Administration verfolgt, ist divide et impera. Und alles, was die Europäische Union spalten kann, das betreiben sie mit Konsequenz. Und das muss man als ernsthaftes Problem nicht nur für den Bestand der Europäischen Union und für die transatlantischen Beziehungen sehen, sondern letztlich auch als eine ernsthafte Gefahr für die europäische Sicherheit. Denn dass wir ohne NATO und EU in der Lage sind, untereinander Frieden zu halten und für die gemeinsame Sicherheit zu arbeiten, dafür gibt es zumindest keinen historischen Präzedenzfall. Also ich sehe das wirklich als ein großes Problem an. Und wir müssen uns als Europäer und als Europäische Union aus meiner Sicht darauf einstellen. Denn auch wenn Donald Trump die Wahl verlieren sollte in 3 Wochen, die Tatsache, dass er überhaupt gewählt werden konnte, ist aus meiner Sicht ein schlagender Beweis, dass ein Präsident wie Trump wieder möglich ist und dass wir also nicht mehr in der gleichen ruhevollen Sicherheit in unseren Beziehungen zu den USA stehen, wie das die vergangenen 60 Jahre der Fall war. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wenn ich sage, wir brauchen eine europäische Plattform, dann sehe ich hier allerdings auch große Schwierigkeiten. Also ich hatte schon gesagt, warum es für Deutschland schwierig ist, einer Koalition der Willigen unter französischer Führung sich anzuschließen und warum ich das auch für den politisch falschen Weg hielte. Aber der Beweis, dass eine europäische Sicherheitspolitik dazu eine sinnvolle und effektive Alternative sein kann, dieser Beweis steht natürlich auch noch aus und das hängt auch zusammen mit deutscher Zurückhaltung im Bereich von Sicherheits- und Verteidigungspolitik, insbesondere von internationalem Engagement. Ich glaube, das ist ein Punkt, an dem Deutschland auch dazu lernen muss und wo aus meiner Sicht der strategische Kompass oder von mir aus ein europäisches Weißbuch eine wichtige Hilfestellung sein kann. Ich finde, man kann das besonders gut, also Hélène hatte die Konflikte im Mittelmeer mit der Türkei erwähnt. Das ist ein wichtiger Punkt, zumal wenn wir beobachten, dass die Türkei und Russland sich jetzt inzwischen an 3 Orten Stellvertreterkriege leisten, nämlich im Kaukasus, in Syrien und in Libyen. Und zumindest die letzten beiden, Syrien und Libyen, unmittelbare Auswirkungen auf die europäische Sicherheit haben. Und wir aber lediglich zum Zuschauen und zu dem Versuch, mit diplomatischen Initiativen entschärfend zu wirken, verdammt sind, ohne wirklich entscheidend eingreifen zu können, dann sehen wir schon, wo die Aufgabenfelder liegen und an welchen Stellen wir durch eigene Handlungsfähigkeit, und dazu gehört auch politische Einigkeit und Geschlossenheit über die gemeinsamen Ziele, mehr erreichen könnten.
Aber für mich ist ein besonders lehrreiches Beispiel unsere Kooperation in Mali. Ich glaube, wir haben da schon eine gute Grundlage geschaffen. Ich glaube, es war gut und richtig, dass Deutschland den französischen Ruf nach militärischer Unterstützung für mehr Sicherheit in der Sahelregion gefolgt ist. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt vom französischen Engagement in der Region und auch von der Risikobereitschaft und der Opferbereitschaft, mit der Frankreich dort unsere Sicherheitsinteressen und unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen vertritt und schützt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir nachhaltig und zukunftsorientiert diese Zusammenarbeit strukturieren wollen, eigentlich die Europäische Union der Träger dieser Zusammenarbeit sein sollte und nicht einzelne Operationen unter französischer Führung, wie zum Beispiel Barkhane. Aber gleichzeitig würde ich erwarten, dass eine von der Europäischen Union geführte, ein von der Europäischen Union geführter Einsatz die gleiche militärische Durchschlagskraft hat wie Barkhane. Und an dem Punkt sind wir noch nicht, auch weil Deutschland sicherlich große Hemmungen hätte, sich in diesem Sinne zu engagieren. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Ich würde mir wünschen, dass es in Frankreich eine Diskussion darüber gibt, ob Koalitionen der Willigen nicht auf lange Sicht nicht nachhaltig sein können und nicht das nötige Vertrauen und die nötige Stabilität für eine nachhaltige Zusammenarbeit legen können. Und dass Deutschland eine Diskussion darüber führt, dass wenn wir die Europäische Union militärisch schlagkräftiger machen, um auch Diplomatie durchsetzungsfähiger zu machen und um in schwierigen Weltregionen den nötigen Erfolg zu haben, dass dann Deutschland sich eben auch in stärkerer Weise als in der Vergangenheit militärisch engagieren muss und bereit sein muss, auch höhere Risiken einzugehen. Das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der ich uns sehe. Und ich glaube, dass die sozialdemokratischen Parteien da eine wichtige Rolle spielen können, vorausgesetzt, wir sind erfolgreich genug und haben genug gesellschaftliche Unterstützung, damit unsere Stimme noch mit dem nötigen Gewicht auch vernommen werden kann.